zeige euch heute, wie ihr reich werdet. Ich zeige euch heute, wie ihr gesund werdet. Ich zeige euch heute alles. Denn alles in unserem Leben besteht aus Kreisläufen. Das ist der aller Kreisläufe, häufig bei mir ein Thema auf dem Kanal. Das sind toxische Dinge, die unser Leben oft beeinflussen. Kreisläufe. Und da fangen wir an, bei mir auf dem Kanal ganz häufig Essverhalten. Das ist ein Problem. Auch Kommunikation. Kommunikation ist auch oft ein Problem, gerade auch im Alltag. Viele Menschen haben Ängste zu kommunizieren, wünschten sich, sie könnten ja etwas bedeutsamer kommunizieren. Und alle Probleme, die wir haben in unserer zwischenmenschlichen Beziehung, beruhen darauf, dass Kommunikation nicht so ausgeführt wird, wie es sinnvoll wäre. Und ja, und last but not least natürlich alle Formen der Gedankenkreisläufe. Das bedeutet ja, Depression oder dass man sich nicht selbst genug liebt. Solche Dinge. Das ist alles basierend auf toxischen Kreisläufen. Und ich zeige euch heute quasi, könnte man sagen, so die Roadmap, wie man aus ja, diesen Kreisläufen herauskommt. Ja, quasi angefangen von einem Gefängnis. Das sind halt eben die Kreisläufe. Bis hin halt dann, dass man dann halt irgendwann ja, einfach glücklich schaukeln, die Freiheit genießt. Ja. Die Freiheit von den Kreisläufen wohlgemerkt. Ja. Und genau dasselbe ist natürlich auch mit den Kreisläufen, wenn es darum geht, dass man nicht zu Geld kommt, weil man eben in toxischen Kreisläufen steckt. Wie zum Beispiel Kreisläufen der Bequemlichkeit, Kreisläufen der Komfortzone, Kreisläufe der Risikoaversion. Und wie kommt man denn nun? Was ist denn, ja, was sind denn quasi die Schritte, wie man aus diesen herauskommt? Und das ist nicht so einfach, wie es sich anhört. Wir kommen dann auch im Detail dazu. Aber es gibt exakt 4 Schritte, die ich festgestellt habe, die wichtig sind, um aus einem Gefängnis, das sich als toxischer Kreislauf präsentiert, ich habe ein paar Beispiele angezeichnet, hin zur Freiheit kommt. Und ja, das erste ist ganz klar die Anerkennung. Das ist in der Tat der erste große Punkt, wo schon viele daran scheitern, dass sie das nicht anerkennen. Viele hören oder haben zum Beispiel ein Problem, dass sie nicht so reich sind, wie sie gern wären, dass sie zu dick sind oder zu dünn sind oder dass sie nicht gut kommunizieren können, dass sie depressiv sind, all das. Und dann möchten sie eine Lösung dafür haben, ohne dass sie anerkennen, dass das ein Kreislauf ist. Dass das ausgelöst ist durch neurologische Netze. Ich habe da schon mal ein Video dazu gemacht. Das ist eines der wichtigsten Videos, dass man das versteht. Das verlinke ich euch oben in den Infokarten. Ohne dieses Wissen der neurologischen Netze, ist es extrem schwer, aus diesen Kreisläufen hinauszukommen, weil das die Grundlage ist, ein Verständnis für die Fakten. Und das bedeutet eben auch, dass man anerkennt, dass diese Kreisläufe eine Komfortzone sind. Jemand, der dick ist, der wird zum Beispiel relativ leicht sagen, ja, das ist meine Komfortzone, ich bin dick. Aber auch da gibt es Menschen, die sagen, ich esse eigentlich schon so wenig und es ist ungerecht, dass ich dick bin. So. Also bei den Dicken geht es immer noch. Aber es gibt Menschen, die zum Beispiel sehr viel Geld haben möchten, nehmen einfach mal an, dass das ein sinnvolles Ziel ist, und die werden einfach nicht reich. Geben allen anderen die Schuld. Ich habe eine schlechte Bildung genossen, die Unternehmen oder nur mit Beziehungen kommt man weiter. Und all diese, ihr kennt das, denke ich, zu Genüge. Es hat keine Möglichkeit, reich zu werden. Und diejenigen, die wirklich aus diesem Kreislauf ausgebrochen sind, sind diejenigen, die realisiert haben, was das Problem ist. Und das ist genau der Kreislauf. Und da ist eben ganz wichtig, erstens, das anzuerkennen. Nicht als Problem anzuerkennen, sondern dass da Kreisläufe dahinter stecken. Das wirklich hier, ich schreibe das extra nochmal hin. Kreisläufe, neurologische Netze, das ist der Punkt. Nachdem wir das ja, anerkannt haben, kommt der zweite Schritt. Und das ist die Kampfeslust. Und ich habe das L extra ein bisschen größer geschrieben, der zweite Schritt. Das L etwas
größer geschrieben, weil man muss Lust am Kampf haben. Und Kampf bitte so verstehen, nicht als, ja, als gegen, deswegen ist es vielleicht nicht so gut formuliert, sondern als eine Freude an Veränderung, eine Freude um, man ist mal quasi hier in diesem Kreislauf gefangen und eine Freude hier diese Mauern zu durchbrechen. Ne? Da muss man, mit Freude muss man das machen und nicht mit Verbissenheit. Wenn ihr gesund werden wollt, wenn ihr also dünn werden wollt, dick werden wollt, je nachdem ob ihr zu dünn, zu dick seid, wenn ihr euch besser kommunizieren wollt, wenn ihr Depressionen loswerden wollt, dann muss dieser Weg heraus, der muss mit einer gewissen Freude passieren, einer Freude am Tun, Freude an Veränderung. Und wenngleich ich natürlich zugebe, dass gerade das Thema Depression dann natürlich in dem Punkte natürlich sehr schwer zu realisieren ist, aber für alle anderen Punkte gilt das trotzdem ja, zu Genüge. Was aber bei Kampfeslust auch und es gilt auch für Depressionen auch mit dazugehört, ist, dass eine gewisse Energie aufgewendet werden muss. Das heißt, man muss nicht nur mit Freude dabei sein, sondern ja, man muss auch eine gewisse Energie einsetzen und man muss sich darüber bewusst sein, dass man eben irgendwoher Energie beziehen muss, um eine quasi eine Aktivierungsenergie, um aus diesen Kreislauf rauszubrechen. Das ist ja wie so eine Mauer hier. Und da müsst ihr durch. Und dieses Bewusstsein muss in euch vorhanden sein, dass ihr ja irgendwo durchbrechen müsst. Und das idealerweise eben auch mit Freude tut. Das heißt, dass ihr diesen Prozess der Veränderung immer mit einer Freude begleitet. So. Und das ist erstmal im Vorfeld, bevor es dann überhaupt losgeht mit der Veränderung, das wäre dann der nächste Schritt, dass sozusagen, dass ihr das anerkennt, dann, dass ihr die Lust daran entwickelt zu kämpfen, dass ihr euch freut darauf, dass ihr ein inspirierendes Buch lest, zum Beispiel zum Abnehmen. Und ja, und dann kommt man dann zum dritten Schritt und das ist die Lebensfreude. Ihr werdet euch jetzt denken, boah, das klingt ja fast, du hast doch gerade eh schon von Freude geredet. Wo ist denn da jetzt, das ist der dritte Punkt, wo ist denn da jetzt der Unterschied? Ne? Hier ist der Unterschied, die Lebensfreude, weil wir hier am dritten und nicht im zweiten Schritt sind. Ihr seid dann in dem Prozess der Veränderung, ihr versucht abzunehmen, ihr verfolgt ein Programm oder ihr macht entsprechende Übungen, um euch besser zu kommunizieren oder um eine Depression loszuwerden oder was auch immer. In dem Kreislauf, wo ihr steckt, da wollt ihr raus, entsprechend ändert ihr was. Und in der Änderung muss es so sein, dass ihr an dieser Aktivität auch Freude entwickelt. Das heißt nicht nur im Vorfeld, dass ihr eine Kampfeslust entwickelt, der Kampf steht bevor, wir haben unser Schild, wir haben unser Schwert und duff, 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 ja! Yeah! Jetzt ist der Kampf quasi, ihr seid mitten im Getümmel, ihr nehmt, versucht abzunehmen, indem ihr eben eine Mahlzeit zu euch nehmt, die ihr vielleicht sonst nicht zu euch genommen habt, indem ihr eine Übung macht, die euch ein bisschen unkomfortabel ist, indem ihr vielleicht Geld nicht ausgebt, was ihr normalerweise ausgegeben habt, weil ihr gelesen habt, wenn ihr reich werden wollt, dann gibt es zwei Seiten, einmal mehr verdienen, andererseits weniger ausgeben und viele sehen immer nur die eine Seite. Ist ja auch alles nicht Thema, aber ihr müsst Freude am Getümmel haben und vor allem, hier gibt es immer kleine Erfolge, wenn ihr einen Tag durchhaltet beim Abnehmen, bei der Depressionsbekämpfung, bei was auch immer und irgendwelche Übungen ausführt, irgendwelche Gedanken ausführt, irgendwelche ja, Aktivitäten macht, die vorgesehen sind, dann müsst ihr das feiern. Dann müsst ihr das feiern, dann müsst ihr das Leben feiern, ihr müsst die Aktivität feiern. Das heißt, hier geht es wirklich die Lust an der Aktivität und auch das Feiern kleiner Erfolge. Und das ist mit Lebensfreude im vierten Schritt gemeint. Das ist ganz, ganz wichtig. Und der vierte Schritt. Und das ist eben das, wo ähnlich wie der erste Schritt, der gar nicht so greifbar ist. Das ist für viele durchaus nachvollziehbar. Es war schön, das mal so zu sehen, so den Ablauf und so. Aber das ist für viele, die sich schon ein bisschen informiert haben, die wissen, wenn man mit positiven Emotionen irgendwo rangeht, fallen die Dinge einfacher. Aber das letzte, da werdet ihr sagen, hä? Das verstehe ich nicht. Zumindest viele von euch. Also ich hatte schon einige Coachings, wo genau das das Kernthema war. Der vierte Punkt ist Ziele erreichen. Ja klar, Ziele erreichen, das ist gut, Christian. Das will ich, Ziele erreichen. Nee, das wollen die meisten nicht. Das wollen die meisten nicht. Denn Beispiel Ernährung. Wenn jemand sagt, ich möchte was für meine Gesundheit tun, deshalb möchte ich mich pflanzlich ernähren, und das ist der Großteil derer, die hier auch auf dem Kanal Informationen suchen. Und sagen, ich möchte einfach
ja, durch eine pflanzliche Ernährung eine höhere Gesundheit haben. So, dann gehen wir durch. Anerkennung. Christian, ich erkenne an. Ziele, meine Ernährung, wo ich bisher gefangen bin, Fleisch, Käse, wenig Pflanzen, das ist ein Kreislauf, eine Komfortzone, ich habe es anerkannt. Ich habe richtig Bock, deine Videos sind richtig inspirierend und ich habe richtig Lust darauf bekommen, mich mal vegan zu ernähren. Gerade deine Anfangsvideos, die ersten 100 Videos, wo ich ja tagtäglich meine Umstellung auf eine vegane Ernährung, von dem Fleischesser auf eine vegane Ernährung dokumentiert habe, ist für viele Menschen sehr inspirierend. Und das war für mich auch inspirierend. Christian, ich habe richtig Lust am Kampf. Und dann Freude. Ich habe total Freude dabei, diese kleinen Experimente, diese kleinen Rezepte umzusetzen, die es so gibt in der veganen Ernährung und natürlich auch die großen. Und ich feiere jeden Tag, wenn ich abends vegan gegessen habe und freue mich total. So. Und dann Ziel erreichen. Und da hapert's dann. Ja, dann habe ich Käse gegessen. Ach Scheiße, hab's nicht geschafft. Ne? Und dann habe ich an dem einen Tag, in dem Dickmann, da war Hühnereiweiß, das hat so einen Appetit und ich habe den Dickmann gegessen. Und das ist nicht nur bei der Ernährung, bei vielen anderen Dingen so. Man erkennt nicht an, wenn man ein Ziel erreicht hat. Man möchte das absolut perfektionistisch machen und es geht immer noch besser. Bei einem Umstieg auf vegane Ernährung ist es ein gutes Beispiel, weil man kann dann immer noch, der Wein, der ist mit Bakterien geklärt. Der ist mit Bakterien geklärt. Und wenn wir das Getreide, da fahren die mit solchen Reifen drüber und tun Feldmäuse erdrücken. Da gibt es auch Traktoren, die fahren nur mit solchen Reifen drüber. Und so weiter. Das ist bei der veganen Ernährung. Und bei fast allen Dingen gibt es immer noch ein besser und ein höher und ein weiter. Und man erkennt nicht an, wenn man ein Ziel erreicht hat. Man ist noch nicht gut genug. Es geht noch besser. Man muss auch mal zufrieden sein. Kein Extremismus, kein Dogmatismus, auch Mut zur Lücke. Ein Mut zur Lücke ist essentiell, dass man ein Ziel erreicht hat. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich einfach auch zufrieden gibt mit dem, was man erreicht hat. Und dieser Punkt, dieses Ziel erreichen, dann auch anzuerkennen, dass man ein Ziel erreicht hat und sich Lob preisen, sich zu feiern, das ist ganz, ganz wichtig. Und nicht immer hier stehen bleiben und ja, dann immer weiter, immer weiter, immer weiter. Also das Wichtigste, ihr habt das hier, Lebensfreude, Kampfeslust und ihr Ziel erreichen und auch sich zufrieden geben. Das Allerwichtigste, um aus Kreisläufen auszubrechen, das Allerwichtigste ist ein ganz dicker, großer Smiley. Ja? So sehr ich nicht der Meinung bin, dass wir alles positiv sehen müssen und Positivität und so weiter. Aber um aus Kreisläufen herauszukommen, in diesen 4 Schritten ist es ganz, ganz wichtig, alle Schritte, der erste, das muss nicht unbedingt sein, die Anerkennung, das reicht trocken aus, dass man das anerkennt, dass man das Wissen über neurologische Netze hat. Ich erinnere nochmal an mein Video oben. Aber alle 3 anderen Schritte sind mit einem positiven Lebensgefühl verbunden. Und es ist wichtig, um aus diesen Kreisläufen herauszukommen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen dafür, einfach so ein bisschen meine Roadmap zeigen, wie so ein Herausgehen aus Kreisläufen zustande kommt und euch vielleicht einige kleine Schwachpunkte bei euch aufzeigen, vielleicht auch nicht, vielleicht habt ihr das alles schon gewusst, umso besser, aber es hilft manchmal, das alles so ein bisschen bildlich festzuhalten. Und das war heute mein Ziel. Ich hoffe, ich habe das erreicht. Ich wünsche euch alles Gute, wir sehen uns morgen wieder, euer Christian. Thank you.